Ich darf euch recht herzlich zur neuen Hypro wieder begrüßen. Ihr seht im Hintergrund da schon ein paar Kiefern liegen. Die haben wir zum Teil schon ein Doppelbloch quasi abgetrennt. Wir haben nämlich das Problem, in diesem Waldstück am 23. Dezember einen Schneebruch erlitten haben. Und jetzt müssen wir, haben wir gesagt, das sind großes Zufiel von der Grund abbrochen. Jetzt kommen wir die Bäume alle weg, dass eben die anderen da ja, keine Nährstoffkonkurrenten mehr haben, die sowieso nicht überlebensfähig sind. Und wie gesagt, jetzt arbeitet man quasi, der Papa kommt heute dann mit dem Granerhänger noch und wird mir da gleich dann unterstützen und ausführen, weil da in den oberen Bereichen liegen einfach so viel so fertige Bloche, die dann einfach stören mit den Arbeiten. Und ich fange jetzt mal bei den Fichten an, die wir da im Hintergrund sehen. Das ist eigentlich keine Durchforstung, wir dann einfach den Schneebruch aufarbeiten. Und da geht schon dahin. Das heißt, deswegen kommen auch jetzt ein Hypro-Race, ist mir angesprochen worden, dass wir das machen, das wird kommen. Und ein Cap-View-Video wird vielleicht jetzt gleich anschließend an das kommen. Und sonst seht ihr einfach wieder die Maschine im Einsatz, was sie so tut. Und ja, Längenmessungen ein bisschen, dass man sich das alles schnell und sauber ablenkt. Und das ist eigentlich unser Hauptgrund, warum wir das auch bei den Kiefern nicht so prägnant einsetzen. Dass wir es einfach damit zusammenziehen und mit dem Poltern wesentlich Zeit sparen. Thank you.
Es ist jetzt bei uns kurz vor 5 Uhr. Wir sind jetzt gut wahrscheinlich 8 Stunden aufgefahren mit den 0,6, müssen wir mal schauen. Aber in gut 8 Stunden haben wir, wenn wir jetzt wieder auf Menüpunkt 15 oder 16 gingen, wir haben jetzt 26 Festmeter Kiefern und 17 Meter Fichte. 26, 17, das sind dann 34 Festmeter haben wir jetzt verarbeitet. 34 Festmeter in 8 Stunden. Wir haben da knapp aber jetzt 3 Hektar Wald angefahren. Das heißt, da sind jetzt ziemlich viel da nur gefahren. Ein bisschen was dann auch, ja, Kettenspannen und ein paar Äste weggerahmen und sowas halt dann. Also, es ist keine reine Fahrzeit, es ist die Trakte, das weitergehend in der Zeit. Aber es ist immer sehr gut, dass wir in einem Tag in der kompletten Fläche da fertig waren. Das ist sehr positiv. Jetzt richten wir uns her dann für morgen. Das ist heute der Mai. Also hier richten, dass man für morgen mit euch schmieren kann. So. Und dann geht es schon weiter im nächsten Forstgebiet. Das heißt, wir können jetzt auch dann den leicht übersetzen, ohne einen Tierfloder, ohne irgendwelche, ohne einen LKW oder sowas. Das heißt, das ist auch einer der Vorteile am Hypro, dass man kleine Mengen sehr schnell verarbeitet, viel schneller als bei Hand. Aber auch noch den leicht übersetzen kann, führt das zu einem richtigen Harvester. Das war jetzt mal von den einen Vlog, nenne ich es einmal. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos.